Willkommen zurück im ATS Multiplayer, dem Randy. Hallo. Und den Klingi natürlich. Hallo. Ja. Wir fahren nach Prim. Wir fahren nach Prim. Hier steht schon wieder einer so sinnlos, dämlich. Außerhalb. Was mir gerade schon wieder auf den Sack geht. Wir fahren nach Prim. Ich muss Propan fahren. My bad. Was weiß ich, was mit deinem Bad ist, ist mir doch egal. Sein Bad vielleicht. Schauen wir da gerade. Oder sein Bad. Ist wieder, wenn ich mir ein Bad kratze, der nicht vorhanden ist, dann muss ich aber auch nicht anhalten. Naja, ich weiß nicht, ob du zwei Hände dafür brauchst. Ja, das kann sein, besser ein Wuschelbad. Das kann sein. Ich glaube, wir fahren Propan, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wir müssen erstmal zu Galone und die sind, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, 24 Meilen außerhalb, ja. Bin ich denn jetzt hier? Ich fahre hinten gerade an einem ganz großen Gebäude vorbei. Mhm. Da sind 24 km/h erlaubt. Läuft. Wie viele Meilen sind das dann? 10? Ja, ich glaube, so eine Einstellung gibt's. Also so ein Schild habe ich schon mal gesehen. Das ist, glaube ich, schon sowas wie Fußgängerzone. Da hätte ich gar nicht langfahren dürfen. Kann natürlich auch sein. Ja, trotzdem gemacht. Ja, durch die rote Ampel, zack, rein in die Brüstung, hast du gut gemacht. Und einfach zurückstoßen, ohne zu gucken. Da musst du dich einfach, weißt du, da hängt so schön jetzt in dir zwischen so Pfosten fest. Da musst du dich eiskalt nur dahinter stellen, Motor aus, fertig. So, kommt er nicht mehr raus, was will er machen? Fängt an zu heulen. Lass mich raus. Lass mich bitte raus. Zack, wieder mit der roten Ampel. Gibt hier Leute. Kann ich doch einfach Road Rage spielen, wo eh keine Dings sind, keine Verkehrsregeln oder so, und da kann ich fahren. Oh. Da muss ich ja aber nicht die Leute hier damit belasten mit meiner Anwesenheit, oder? Rein theoretisch nicht, ne. So, jetzt haben wir hier jetzt führt er mich hier durch eine Tankstelle durch. Naja, kannst 3 Meter sparen. Ich muss nehmen, mein Unternehmen ist so direkt hinter der Tankstelle. Na so. Ja. Bei dem 4-2 Print war ich noch gar nicht. Bei dem anderen 4-2 Print war ich schon. Oh. Wenn ich das sehe und dann die Bremse durch eingestellt, erstmal auf 0 runter, kurz geguckt, ist der Einfahrt wirklich frei. Hauptsache einen größten LKW, ne? Bitte einfach mal Posten schreiben, aber ich glaube, das kann er eh nicht lesen. Und dann auf Englisch. Pforten. Was weiß ich, was Posten auf Englisch ist. Idiot. Wo ist das ein Idiot? Ein Idiot ist auch gleichzeitig ein Posten. Ja, bei uns vielleicht, aber. Was weiß ich, was ist nicht sowas wie Barrier oder wie das heißt hier? Barriere oder so? You are a fucking Barrier. Ja. Barry am besten. Barry. Du bist eine blöde Bäre. Genau. Boah, wenn der automatisch eine 3 reinschaltet, finde ich ein bisschen vorwärts. Das geht viel zu schnell. Ja, da darfst du dann nicht auf dem Gas bleiben, sondern einfach schön pullern lassen dann. Ich lasse dann meistens einfach Cola und gebe immer nur so ganz leicht. So, jetzt muss ich erstmal trotz all deine komische Firma suchen. Es gibt Bitonium hier. Aber meine Firma? Ja. Ja, wieso? Ich bin schon rausgefahren aus der Firma. Ja, aber wie hieß die da nochmal? 4-2 Print. Ah, 4-2 Print, ja. Multistreifen. Der leitet sich jetzt, denke ich mal, wo lang? Raus aus der Firma, rechts rum, auf die fette Straße rechts rum. Ja. Und dann vorne kommt so eine Tankstelle auf diesen Dings da dran vorbei. Ja. Und da dann weiter der Straße folgen. Aber weiter der fetten Straße bis zum Autobahnkreuz oder was? Ich denke mal, so weit habe ich nicht rausgesucht, an dieser Firma mit V vorbei, dieses Motors-Ding da. Achso, treffen wir uns da, weil der führt damit hoch lang. Und ja. Da müssten wir nochmal auf Navi checken, weil ich glaube, der will uns da über irgendwelche Landstraßen jagen. So. Sieht schon, ja, das sieht ganz scheiße. Wo bin ich denn jetzt? Falsch gefahren, würde ich sagen. Also falsch rausgefahren. Jetzt wollte ich was gut machen gegenüber dem anderen Typen vorne. Aber da wird ganz vorne rumfahren und dem werden ja. Dem sind ja eh die Ampeln egal, deswegen kannst du hier nicht viel gut machen. Ich warte, kann ich schon bei den Donuts warten? Kommst du auch aus der Stadt, oder? Ich muss wieder in die Stadt, naja.
Ja, ich wollte. Fuck you. Warte einfach mal. Schaden genommen, geh rückwärts. Guck ich mir mal die Strecke an. Ich muss privat viel öfter diese langen Trailer fahren. Ja, der schickt uns erstmal ein kurzes Stück, aber nur über diesen Highway. Dann schickt er uns theoretisch auf der 15 und durch Barstow durch. Da würde ich aber sagen, da fahren wir anders. Da fahren wir einfach mal, weil ich glaube, die kleine Strecke, die fährt so gut wie niemand. Da fahren wir einfach mal eine separate Strecke. Da stellen wir dann gleich ein auf dem Navi. Das kann man ja gucken. Ja. Ja. Eingestellt ist schön. Brauchst du nur einen Punkt setzen, läuft. Die anderen musst du ja nicht entfernen, ne? Nö. Du klickst einfach nur kurz vor die Straße, wo du abbiegen willst. Mhm. Und dann macht er das so. Das ist automatisch so rum. Mhm. Coole Sache. Wir wollen ja über Abenteuer erleben. Ja, gut. Gott sei Dank war das noch länger. So, dann haben wir uns erstmal bei den Donuts, dann checken wir das mit dem Navi ab. Und ich tappe da mal für euch kurz raus und nutze einen anderen Musikplayer, weil mir ist so aufgefallen, ich habe gedacht, ja, Media Player hat immer so das Problem mit der Lautstärke, dass du das nicht so präzise einstellen kannst wie beim VLC Media Player, ne? Also beim VLC Player. Ja. VLC. So, das Problem ist, das ist, jetzt so, das ist mir aber in einer Aufnahme gar nicht so aufgefallen, weil die Musik da auch noch um einiges leiser war. Aber ich habe da alle Dateien markiert. Mhm. Obwohl, das ist jetzt ein anderes. Ich hatte gedacht, jetzt, der hat aber noch jeder erkannt. Sprich, eine läuft der Dauerschleife jetzt durch. Ich sage, die Frau, die kenne ich doch, die habe ich doch schon gehört. Ja, da war die Datei schon einfach noch doppelt drin. Ach man, ach Gott, halt an, halt, halt. Lalalala. Da musst du 300 Meter vor der roten Ampel bremsen, dass die Karre zum Stehen kommt. Ah, da bist du, ja, da komm ich, du siehst mich an der Kreuzung, oder? Ja. Gut, ich kann mal nicht drüber gehen. Nee, das sind keine Donuts, das sind Hotdogs. Von mir aus. Gut. Von mir aus, so, dann muss ich schon... Gibt's da irgendwo was im Ordentlicht zum Stehen? Ja, müssen wir dann weiter geradeaus? Firma, oder also bei der Firma parken wir. Bei der V-Firma drin. Ja, ja, machen wir das so. Bei mit den langen Trailer, Alter, du hast den kürzesten, den du als Fass fahren kannst. Ist ein Zweiachser. Nee, da geht noch nicht hier in der Spurlänge. Gibt's hier auch mit einer Achse? Nee. Aber nee, Tank. Das nicht, aber den gibt's halt noch ein Stück kleiner. Ach, einen kleinen Stück kleiner, ja. Ein Stück kleiner gibt's den definitiv noch. Ach Gott, das war nicht aber die scheiß Firma, ja, nee. Ich hätte ja natürlich gleich draußen hier vorne, gibt's einen wunderschönen Platz hier. Ich weiß, den habe ich zu spät erkannt, also das ist kein Problem. Bleib du da draußen, ich bleib da drin. Aber sieh, ich bleib da drin, ich war da drin wieder raus. Mhm. Stelle erstmal ein. So, ja, gut, mache ich. So, ja, bitte. Ja, und jetzt siehst du ja, wie er durchführt auf M, ne? Ja. So, und da siehst du ja hoch jetzt über die kleine Strecke, dann auf die Breite und dann will er dich auf die 15 schicken. Ja. So, die machen wir nicht. Da fahren wir weiter geradeaus, die 10 quasi weiter. Ja. Und machen hinten die dünne Straße dann hoch. Du setzt dann quasi einfach jetzt einen Punkt da hinten kurz vor die dünne Straße. Mit Linksklick. Ja. Dann übernimmt das eigentlich hoch und dann fahren wir da dann danach dann oben auf die 15. So sparen wir uns das komplette Barstow, also sprich die ganzen Ampeln. Und dann oben kommt ja schon Prim. Genau. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie wieder ordentlich rauskommen. Ja. Hopp, da ist er eingeschlafen. Nee, noch nicht. Steht davor. Ich will gerade mal gucken, ob das überhaupt ausgeht. So. Achso, dann war das nur der Huckel, der dich so flippen lassen hat. Ja. Aber das geht. Jetzt muss ich die Karre zus. Wie lenkt man überhaupt mit solchen riesen Trailern? Ich meine, das sind ja so solche Einschlagmanöver gar nicht möglich, oder? Oder dass du das komplette Ding da kaputt machst. Ja, doch. Das geht bei denen schon besser wie bei unseren eigentlich. Weil bei uns sind ja die Achsen in der Mitte. Also. Das heißt so, sobald du die Mittelachse über den Punkt eingeschritten hast und du bist trotzdem knapp an der Wand dran, dass du sagst, wenn ich weiter einschlage, dann rafelst.
Da kannst du quasi, wenn du über die Mittelachse drüber hinaus bist, über den Scheitelpunkt, kannst du voll einschlagen. Da wirst du mit dem Trailer dort nicht mehr rankommen, weil der dann hinten ja schon wieder rausschwenkt. Und das hast du ja mit den Trailern zum Beispiel gar nicht. Weil der kann ja, hinten der Arsch kann ja nicht rausschwenken, weil nichts über der Achsen steht. Ja, den Vorteil kannst du ruhig ausholen, da räumst du mit dem Arsch keinen weg. Hm, hm, hm. 352 Kilometer, das wird man schaffen. Nö, Sigi. Ich hab mir einen schönen kleinen Trailer genommen, eine Achse. Das passt zum kleinen LKW. Ja, ja. Ja gut, ja, hier sieht es wenig aus, sieht nicht cool, aber... Was? Naja, weil, auch weil der Kids Lieber drauf hatte, hat er halt übelst viel Luft, also Abstand zwischen dem Trailer, also der Achse, der Quatsch, ja. Den Ankoppelpunkt und der Kabine. Na Quatsch, vergiss gerade es. Gerade ausfahren, ja, ja. Ja, 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 vergiss es. Vergiss es, vergiss es, vergiss es, so. You enter the city, schön, dass er die aber ich finde die besser, ja, die sind kürzer. Ohne die Sleeper sind die kürzer. Die LKWs. Ja, die laut. Zugmaschinen. Die sind kürzer, ist richtig. Ja, das lässt sich ja viel besser lenken. Ja. Je wendiger. Ja, gut, ja. Wenn du siehst, wie der Achsabstand ist, das ist ach, in Europa kannst du damit auch nicht einparken, ey. Oder nix. Aber es ist trotzdem sehr erfreulich, dass du Gefallen am Spiel gefunden hast. Zack, da hat's ein eingeschlagen. Da war Map-Ende! Ja, war halt immer im Flow, weißt du? Aber trotzdem schön, dass dir gefallen am Spiel gefunden hast. Hat sie sich ja, am Anfang. Die Upload-Stellen finde ich schön. Ja, gut. Und die Umgebung? Ja, die Umgebung ist auch schön. Das also, halt, das greift ja an die Upload-Stellen mit über. Ja, gut. Weil halt, ne, du hast halt wirklich mal Firmen, die sind außerhalb irgendwo, die Bauerngüter, die Weingüter. Das finde ich ja richtig klasse. Dass überall diese Weinhänge sind und dann siehst du das und dann schaffst du halt dort und dann wirklich. Oh, da liegt auf der Seite. Echt wohl? Links von uns, hast du nicht gesehen. Ah doch, ja. Leider immer. Ja, komm doch mal machen. Ja, und da, dass das halt wirklich mit den Ladungen hinhaut. Weißt du, dass ich dort halt kein Möbel hinbringe. Sondern halt, du bringst ja wirklich in die Bauerngüter und in Dings bringst du Düngemittel, da bringst du Heu hin oder Traktoren oder einen Pflug. So, und dort wegfahren tust du halt Früchte oder Getränke, sowas. Das ist passt, was? Alter. Ah, das ist passt. Das hast du ja am ETS 0 gehabt. Das waren ein und dieselben Firmen, wo du es immer hingebracht hast. Und ob die nun kontaminiertes Material auf dem Bauerngut gebraucht haben oder nicht, das war scheißegal. Das war dann nur mit dem Skandinavien-DLC, hast du halt gesehen, wenn du es von Bauern gut was geholt hast, da hast du halt wirklich Viehzeug dann, ne? Oder halt Zeug. Oder halt, wo sie das mit World of Trucks dann, wenn du es verbunden hast, hat sie ja auch Strohballen und so. Aber das waren ja Ladungen, die hast du nicht gesehen. Das war ja alles einfach unter Plane gesteckt, fertig war's. Ja, ja, das stimmt. Wir fahren ganz schön schnell. 69, wie viel sind erlaubt? Oh, 55. Also kannst du, ne, kannst du 60 machen. Das stimmt. Was ich hier schön finde in den Let's Play Spielstand, da habe ich halt noch selber eine, also noch aussuchen, ne, wo wird geparkt, das ist die eine Sache. Hier habe ich die Tastaturbelegung woanders, weil hier habe ich, wo ich auf meinem normalen Spielstand halt nicht hube, habe ich halt hier leider das permanente Fernlicht an und aus. Das geht mir auf meinem privaten Spielstand jedes Mal auf den Sack, weil ich will halt, weil da müsst ihr immer nach vorne greifen, K an, wenn einer kommt, K aus. Das wollte ich schon die ganze Zeit umlegen. Bin zu faul dafür. Wen willst du umlegen? SK. Aha. Aber siehst du, hier fährt eigentlich doch, hier vorne fährt einer. Nee, oder? Und dann zeige ich. Ach nee, das ist mein Checkpoint. Ah doch, da kommt einer gefahren. Hat eigentlich, dass die Strecke nicht so viele Leute benutzen. Benutzen sie auch nicht. Ja, ja, Rabbi. Da bin ich jetzt zum Beispiel noch nie lang gefahren. Ach so. Ja. Keine Strecke noch nicht, immer nur die Hauptstrecke. Ich hatte mich jetzt gewundert. Ich drück so L2. Denkst aber, wird der nicht langsamer? Drück nochmal L2.
Ja, ich habe ja gerade eben in der letzten Folge das Getriebe geändert, ne? Von 10er Getriebe mit Retarder auf 13er Getriebe ohne Retarder. Ja, dann passiert doch nichts. Ja, das war. Ich hab's aber noch schön, erkannt. Dass sie das jetzt dazu geschrieben haben. Im ETS hieß es, haben die einfach die Getriebe eingebaut und haben gesagt, wer weiß, was das ist, steht halt immer ein R dahinter. Ja. Wusste kein, wenigstens wussten, ach so, ja, Retarder. Ja gut, das haben sie halt hier noch ein bisschen, ne, so ein bisschen lame, ne? Wenig Getriebe, wenig. Allgemein wenig Auswahl an den LKWs möglich. Ja, wenig Motoren und so, also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil also wenn das kann vielleicht sein, dass es direkt für diese Typen LKWs nicht mehr geben kann oder soll. Vielleicht haben die dafür mehr einfach zur Auswahl. Bei uns kommt immer das Grundmodell von einer gewissen Firma raus und das kannst du ja mit 10 verschiedenen Motoren ordern. Wie du das haben willst, ne? Sieht man, im ETS gibt es ja Haufen Motoren für jedes Modell. Ja. Aber es kommt ja jetzt dann bald der K9, nee, der doch K900 müsste kommen. Kennen wir K900 oder W, nee, W900. W900? Oder KW900. Na gut, das ist kennen wir auf 900. Ja. Der 900 auf jeden Fall mit vorne mit der Plattenschnauze. Ja. Was machst denn du? Ich geb voll Gas. Geht dein Ernst? Auf. Mein Ernst. Ich kann mir mal gucken, vielleicht doch ein Retarder drin ist, ne? Aber nur im Gaspedal hängt jetzt nicht noch irgendwie ein Riegel oder so. Nö. Oder eine Milchschnitte. Ja, nein. Dass du da irgendwie gebremst wirst. Das ist schon Wahnsinn, Alter. Wie viel Tonnen hat denn das Ding? Ja, das hat schon 15, 16. Tonnen, aber trotzdem mit 370 PS. Ja, wirst du sich schon ganz schön ab. Die Auflieger sind auch schwer und du hast hinten Doppelbereifung. Ja, das Karre hat auch Doppelbereifung. Ja, und das ist ja auch nochmal extra, das muss dein Auto alles stemmen. Doppelbereifung, das sind immer extra Reifen, also ein extra Reibwert. Ich habe ja zum Beispiel nur 8 Tonnen drauf und habe nur eine Achse. Ich weiß nicht, ob das von der Hänger auch berücksichtigt wurde vom Gewicht. Ja, das ist die Frage, ich wollte gerade sagen, scheinbar wo ich drin ist. Du musst nicht gleich stehen bleiben, Maestro. Oder langes Gericht. Du stehst bei mir immer noch. Was? Ich war die ganze Zeit schon. Nein, du hast DC. Naja, stimmt. Connection has been broken. Toll! Warum? Der andere vor mir ist nämlich auch gleich stehen geblieben. Achso. Ich hab schon gewohnt. Bleibt der stehen? Steam offline. Steam online. Ja. Das war dein Auto disconnect. Ne, es ist kurz vor Mitternacht. Du hast mich doch die ganze Zeit quatschen gehört, oder? Ja, ne, beim TS merkst du es doch nicht. Doch, der ist auch immer kurz weg. Na gut, ich fahr mal weiterhin die Ausfahrt hoch. Wie viele Meilen sind es denn überhaupt noch? Achso, du fährst. Ne, ich bin schon stehen geblieben. 60 Meilen, ich fahr weiter, ja klar. Was soll ich mit dem mal stehen bleiben? Ne, weil ich nicht mehr am Bild bin. Da disconnecten wir mal. Quatsch, dann. Also weiter in die Ausfahrt hoch, dann wird auf den Highway drauf und da stehe ich dann gleich mal. Wo der Standstreifen losgeht, dann speichern wir mal kurz. LP. Da mal kurz Profil wechseln, möchte ich. Offline, da muss ich einen kompletten Klienten neu starten, das ist echt ein Wahnsinn. Naja. Ja, ich hab's mal versucht mit Profil einfach nur wechseln, weil dann connectet er sich ja auch wieder. Aber. Okay, wo stehst du jetzt hier? Relativ weit vorne. Also, was hier ist, da wo der Standstreifen losgeht, ist schwierig zu sagen, bleibt am besten, keine Ahnung. Wenn es mich jetzt hier gleich ausschaut, direkt wo der Standstreifen losgeht, stehe ich jetzt. Dann noch ein bisschen weiter, dann. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Oder mal speichern mal lieber jetzt gleich. Nicht, dass ich gleich durch die Luft fliege. Hast du? Ja, hab ich. Ah, ne, ich steh's weiter vorne. Wie dein Name? Also. Das könnte was werden, hier anfangen. Beschim. Das macht mir Schaden wie alles andere. Ja.
Naja, 85 Kilometer hab ich noch. Sich meine so krass. Bis eh noch heult. Das hat man schon mal. Ja, ja. Weil er aber nur dich entschärft. Wo der MAN dich ausgenockt hat. Aber volle Esse, 100% Schaden, nur aufs Rad gefahren. Das war auch so ein Fail. Eieiei. Das ist ja nichts verleuchten. So, wo ist der Turm? Ne, oder? Silo? Na gut, der leuchtet ja sein Silo. Na klar, na gut, wenn ich die Kohle hätte, ja. Das ist mein Silo. 1000 Liter Erdbeeren jetzt drin. Ja, das war. Kennst du komisch, könnte unten drunter irgendwelche Solaren machen oder so sein. Hm. Hat man jetzt nicht so richtig gesehen. Huch. Vorsicht, Straße endet hier. So, sich wollten wir machen, oder fährt gerade rückwärts. Ja, rückwärts fährt er auch schnell. So, runterwärts, 20 Meilen. So, jetzt wieder vorbei. Da vorne ist ja schon unsere Abladestelle. Wir sind in Nevada und darf man eigentlich nicht schneller fahren. Nee, noch nicht, glaube ich. Ja. Das ist erst mit Prim, ist glaube ich Landesgrenze. Ach, dachte ich. Irgendwie so in der Drehe. Beziehungsweise Achtung, da kommt einer von hinten angereist. Toll, gerade wenn ich links muss, hat er mich gehabt. Da zieh ich rüber, da kenne ich nichts. Und dann geht's oh, ein Riesenrad! Ja, ich fahre ja nämlich rechts. Ich habe ja nämlich, das ist offiziell gar keine Firma, das ist nämlich nur eine Abladestelle. Also. Ich hin muss. Das ist gar kein Zeichen für eine Firma. Ja, ich muss ja direkt an die Tankstelle. Ja, das finde ich gut. Wallbird ist das. Aber du kannst ihn nicht laden, nur abladen, so wie es aussieht. Also kannst den Arm, ich sag allgemein, man weiß ja immer was gemeint ist, ne? Wallbird, Walmart und alles. Hm? Das wäre noch geil. Jetzt dann die Lizenzen noch dazu. Na ja, gut, das ist im Endeffekt nur minimal. Es gibt ja auch Mods dafür. Ja. Dazu ne, wäre noch cool. Und warum die Firmen dafür ihre Lizenzen nicht hergeben? Frage ich mich. Ja, ne, weil die sich erstens mal, denke ich mal, nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn da jemand kommt und fragt, ja, ich hätte gern die Lizenz für das und das, dann müssten die sich das ja angucken. Das ist wofür will er denn die Lizenz haben? Und die Arbeit machen sich solche Märkte. Da müssten die ja wahrscheinlich einen haben, dass sich das erstmal anguckt. Es gibt solche Typen für die Presse, aber die machen ganzen Tag was anderes. Die suchen irgendwo nach positiver Publicity für das Ding und so. Bin ich scheiße noch nie. Und Stepp gestellt. Und da löst er den Auflieger. Viel werden wir nicht verdient haben. 4-3. Kannst du quasi vergessen. Und zack, gleich weggeblubbt. Meiner nicht. Das scheint sie ganz dringend gebraucht zu haben. Meiner nicht, meiner stand dort und von den anderen war der unsichtbar. Sprich, er wollte dann auch auf die Abladestelle fahren und hat jetzt meinen Trailer nach vorne gedrückt. Jetzt musst du nochmal abstellen. Nö, der steht dann jetzt halt, auch für ihn halt unsichtbar und für mich halt sichtbar. Ja gut, aber das er ist hat ja mir halt Schaden gemacht, weil er den Hänger hinten reingedrückt hat, während ich meine Ergebnisse bekommen habe. Aber da hast du jetzt keinen Schaden gekriegt dafür. Doch, 1% Schaden, weil er hat ja meinen, der hat ja diesen unsichtbaren Trailer vor sich hin auf meine Maschine gedrückt. Aber ich bin Gott sei Dank noch schnell genug weggefahren. Meine Freunde, wir sind fertig für den Part und der Klicky, der moderiert mit einem, ja, mit einem schönen, er moderiert halt ab. Bis er fertig wird. Ja. Ja. Das Däubchen nicht vergessen für die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten. Peace. Ja. Tschüss.